Da sind wir wieder bei einer weiteren Folge von Thief Gold. Immer noch in der Mission Diebesgilde. Wo wir... Ah ja, hier war das. Genau, die Stelle habe ich doch... Die stehen da immer noch, die Schweine. Na egal. Ich weiß nicht, was es war. Sieh mal darüber. Erkennst du was? Jetzt weiß ich, wie ich die gekriegt habe. Jetzt weiß ich, wie ich die gekriegt habe. Wie gesagt, ich kam letztes Mal aus der Richtung. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich da hinkomme. War das hier lang? Oder da lang? Ah, hier runter, genau. Wow, das war laut. Das war mächtig laut. Ne, hier war das nicht. Kinas, wo war denn das? Das war hier lang, ne? Ne, da waren die Schalter, oder? Ne, doch nicht. Aber hier komme ich her. Ne, die Schalter waren hier. Na, weg. Tja, so viel zu, ich kenne den Weg. Hehe. Peinlich. Ja, genau. Durch den Tunnel und dann an die andere Richtung, die haben wir noch nicht. Vielleicht war das des Rätsels Lösung. Sneaky, sneaky. Irgendwo kann man nämlich nach oben. So, ich bin da lang gelaufen. Wir müssten mal hier. Ne, hier lang bin ich gelaufen. Wir müssten mal da lang gucken. Natürlich für mich jetzt... Uah, Spinne! Nein! Die kaputt? Nein, ich hasse Spinnen! Also im echten Leben... Im echten Leben sind mir die total egal. Ich weiß noch, dass mir die Spinne beim letzten Mal so einen Schreck eingejagt hat, ey. Boah. Ich habe die nicht gesehen beim ersten Mal. Hier da, ist hier den Mond. Ist das nicht danach, ich bin draußen? Zählt das dann? Ich weiß es nicht. Hier kriegen wir auf jeden Fall nochmal Zeug. Jum. Bergab. Da liegt aus irgendeinem Grund eine tote Spinne. Das hat mich letztes Mal total verwirrt, warum die denn tot ist. Klong, Tür auf. Ja, genau. Drucktüren sind verdammt lästig. Immer muss man diesen bescheuerten Hebel suchen. Das bremst Eindringlinge aber ziemlich aus. Wer soll hier bitte einbrechen? Hier springt doch bestenfalls jemand vom Dach. Tja, diese Vase könnte uns mehr Arbeit bescheren, als dir lieb ist. Mist. Ich hab's verbockt. Den da muss ich nämlich erwischen. Ah, ich muss das festhalten. Lass immer die Leertaste los. Bleib stehen und heb die Hände hoch. Ich hab das. Oh Mann. Ärgerlich. Seltsamer Laut. Ich sehe nichts mehr. So. Naja. Schweigsame Wachen sind mir auch wesentlich lieber als große, laute Wachen. Jo. Haben's alle gehört? Ich bin da. Ich weiß gar nicht mehr, war hier im Wasser was versteckt? Das muss ich mal eben kurz gucken.
Nö, ja, hier ist noch eine komische Wand. Hier ist nix. Gar nix. So. Und hier? Ah ja, da ist ja was. Ein Wasserfall. Ah ja, hier war ja diese komische... Der Tunnel. Sup. Sup. Immer schön durch. Wer braucht schon Sauerstoff? Ich weiß gar nicht, was diese beiden Schalter machen. Wahrscheinlich irgendwas mit 47 und 48 öffnen. Geht hier irgendwas an Schlüsseln? Nein, war doch klar. Das ist der Geheimgang 47, ne? Naja, gut. Ist schon verständlich, dass hier die Kleider ruiniert werden, wenn man da durchschwimmt. Ich hoffe, das ist kein Dreikammersystem. Es sind nämlich drei Kammern. Und ja, diesen Witz versteht man nur, wenn man weiß, was ein Dreikammersystem ist. Gab es hier eine Wache? Wenn ja, sehe ich keine. Meine Nase ist wieder ein bisschen zu, das ist nicht schön. Giovanimo! Oh, scheiße. Da geht die Motivation hin. Wieso kann ich denn nicht aufstehen und mich nicht ducken? Geht das im Wasser nicht? Wo kam ich denn hier hin? Ah, die Hintertür. Ach so. Hast du schon von Sutters Aktion letzte Nacht gehört? Ich hörte, dass er ziemlich spät zurückkam. Hat er fette Beute gemacht? Kann man wohl sagen. Er war im Schlafzimmer dieser Lady, als er in der Stille Schritte hörte. Haben sie ihn erwischt? Viel besser. Er wäre schnell genug rausgekommen, aber der Idiot wollte nicht ohne Beute abhauen. Er raffte also alles, was er fand, zusammen. Juwelen, Leuchter und ich weiß nicht was. Und packte es in seinen Sack. Als er fast unten war, begann sich der Sack zu bewegen. Hä? Hatte versehentlich die Katze der Lady eingepackt. Die riss ein Loch in den Sack, aus dem alles herausfiel. Mit Ausnahme der Katze. Das kleine Biest schärfte dann seine Krallen an diesem Idioten. Er musste in den Fluss springen, um das Biest loszuwerden. Dieser Amateur hat auf seinem Rückweg eine Spur aus Wasser und Blut in der ganzen Stadt hinterlassen. Ich muss immer auf meine eigene Webcam gucken, das ist ungewohnt. Bom, 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 bom. Kannst hier unten weiter bom, 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 bom machen. Ich hab geladen. Ich bin so ein Depp. Ich bin so ein Depp. Schatten? Hier. Du. Wo ist der Schatten? Da war doch eben noch Schatten. Ah. Hab ich wirklich siehst du, dass ich dir glaube? Hier vorne ist der Schatten. Total logisch. War wohl doch nichts. Meine Augen spielen mir wohl einen Streich. Ja, tun sie. So, nochmal. Flupp, hin da. Oh ja. Speichern wollte ich eigentlich. Wer kommt denn da? Hallo. Wo wollen Sie hin? Ach, auch hier lang. Ja, das kennen wir ja schon. Dann kommst du dahin. Zack. Nix. Was ist das hier? Eine Tür.
habe eine Befürchtung, welche Tür das ist. Beziehungsweise, ja, ich weiß, welche Tür das ist. Aber genau diese Befürchtung hatte ich beim letzten Mal auch, oder? Eine Ahnung, ist ja keine Befürchtung. Ihr werdet sehen, welche Tür das ist. Ich werde es euch zeigen. Überall Zellen und nichts drin. Oh, endlich mal wieder was zum Knacken. Juhu, schon lange nicht mehr gemacht. Oh, dann so einfach, toll. Und nichts drin. Oh, das habe ich letztes Mal übersehen. Ich war aber auch blind. Ich bin ein blinder Mann. Auf zu pfeifen. Ich dachte gerade, da wäre was. Aber nein, da ist nichts. Hier war auch nichts. Meine Augen spielen mir wohl einen Streich. Ja. Und der Knüppel erst. Der ganze liegen bleiben, mein Freund. Nix, nada, niente. Oh, ein dunkler Raum. Dunkle Räume gefallen mir sehr gut. Wer war das dort? Ich habe es gesehen. Gut, dass ich mich getäuscht habe. Oh, es war haarscharf. Ich finde es super, dass die Leute gar nicht bemerken, dass da auf einmal jemand fehlt. So fehlende Wachposten oder so. Naja. Ich glaube, das Spiel würde dann aber auch ganz schön schwer werden. So. Ab in die Ecke mit ihr. Was war das für ein Geräusch? Keins. Na kommt schon! Verdammt! Komm schon. Bin ich echt zu laut? Mal gucken, ob wir das noch schaffen. Keine Bewegung, Garrett! Nein, schaffen wir nicht. Mistspiel. Ich hasse dich. Ich muss mal. Ich dachte, ich hätte was. Ja. Sekunde. Oh. Da bin ich wieder. Boah. Da hat die gerade einen mächtigen Frosch im Hals. Ja, Sekunde. Mann, Mann, Mann. Boah. Weiter geht's. Okay. Ich dachte gerade, da oben wäre jemand gewesen.
In diesen ganzen Räumen weiß ich schon gar nicht mehr, wo jemand war und wo nicht. Schlüssel, den habe ich gesucht. Da oben war nichts. Oh, ich habe den Zettel ganz vergessen jetzt. Zum letzten Mal, das Mädchen soll sich vom Bannerraum fernhalten und vor allem nichts anfassen. In diesem Zimmer finde ich meinen Seelenfrieden. Meine Sammlung ist einfach zu wertvoll. Ich möchte nicht riskieren, dass sie beim Putzen beschädigt wird. Aha. Sein Bannerraum, den möchte ich doch gerne mal finden. Das ist er nicht, das ist nur ein großer hässlicher Raum. Du machst. Ah! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Ah! Ich bin so dumm! D-U-M-M! Da war ich einfach zu ungeduldig, muss ich offen zugeben. Oh, ich habe den Typen noch gar nicht umgehauen. Hä? Doch, habe ich wohl. Wer war denn das? Wieso gibt es denn da eine Patrouille? Der hat gepfiffen. Olle Pfeife. Okay, dann ist also noch irgendjemand. Hier geht's nach draußen. Das ist fürs Ende sehr praktisch. Hast du das auch gehört? Hihi. Das war mal ein bisschen riskanter. Aber es hat funktioniert. So, schnell die beiden. Oh, diese Musik, ey. Grässlich. Schnell die beiden hier weg. Zapp. So, und ich glaube, hier oben war sonst auch keiner mehr. Sprich, wir können hier mal fix durch. Ja. Geh auf. Nein, ich will mit dem Schlüssel nicht das Buch öffnen. Da sind nur komische Lagerlisten. Auch Lagerlisten, da steht nichts Besonderes drin. Ich beeile mich jetzt mal eben für euch. Denn ich weiß ja, dass das Levelende sehr nah ist. Und noch eine Folge zu machen, lohnt sich nicht. Und hier ist auch schon der Bannerraum. Und was machen wir jetzt tief mit Bannern? Ihr wisst es doch alle. Schlagen sie kaputt. Sicherheitsschlüssel bitte. So. Ich glaube, yep, wir haben alle Objectives.
erfüllt. Hier oben sind wir auch damit fertig. Es bleibt, glaube ich, nichts mehr zu tun, beziehungsweise möchte ich noch einmal, da geht's raus, da will ich jetzt aber noch nicht hin. Da liegt der Typ, ne? Jo. Ich will nicht mal noch mal kurz schauen, hier gab es doch noch irgendwo diese beiden Türen, die wir noch nicht geöffnet haben. Wo waren das? Das war unten, ne? Ich weiß nämlich selber gerade nicht mehr, was dahinter war. Und das will ich noch wissen. Ja, da sind sie. Welche nennen? Schlüssel? Nein. Casino? Nein. Restaurant? Schlüssel? Der? Der auch nicht? Dann so. Ja, zwei Schatzkammern. Ja, das war's. Die lassen wir uns natürlich nicht nehmen. Toll. Was eine Beute. Krass. So, und den hier auch noch. Na komm. Wir überziehen heute mal ein bisschen länger. Aber es ist vollkommen okay. Dafür musstet ihr auch diesen kleinen Speedrun hier erleiden. Ja. So. Naja, so schnell waren wir jetzt auch nicht. Das heißt, wir gehen nach oben und gucken mal, ob die Tür nach da draußen funktioniert. Das weiß ich nämlich gar nicht. Da kann ja auch laufen, hier ist ja niemand mehr. Ah. Die andere Tür wäre doch besser gewesen. Wo geht's hier raus? Hilfe! Wo ist der Ausgang? Hilfe! Da ist er. Und Spannung. Ja! Tada. Auftrag erfüllt. Wir sind eingedrungen in die Diamond-Diebesgilde. Wir haben Lord Randalls Saphir-Vase gefunden. Wir haben 2000 Gold gefunden. Wir haben Lord Randalls Armband. Wir haben niemanden getötet und wir sind an die Oberfläche gekommen, obwohl wir da auch gar nicht rauskommen. Na, vielleicht kommt jetzt ein Helikopter angeflogen. Dem Spiel traue ich irgendwie alles zu. Na gut, damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in einer weiteren Mission von Thief. Mal gucken, was kommt, wo wir wieder einbrechen müssen. Ja, und hier müssen wir wieder irgendwas klauen, irgendwie was stehlen. Naja, darin sind wir ja mittlerweile ganz geübt. Naja, wenn ihr Kommentare habt zur Mission, wenn euch die Mission oder diese Folge gefallen hat, lasst einen Kommentar da, lasst gerne einen Daumen da. Und wenn ihr weiter zugucken wollt, dann auch gerne ein Abo. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal und nicht den Kopf verlieren. Ciao.